Heute haben wir es mit einer besonderen Geburt zu tun. Gerd und Praktikantin Lena leisten Geburtshilfe, um das Kalb nicht zu gefährden. Normalerweise kommt ein Kalb mit den Vorderbeinen und dem Kopf zuerst auf die Welt. Aber hier ist es anders. Die Klauensohlen zeigen nach oben. Das ist für Gerd ein klares Zeichen, dass das Kalb rückwärts liegt. Es besteht die Gefahr, dass die Nabelschnur reißt, der Kopf aber noch im Geburtskanal ist. Das Kalb würde dann ersticken. Die Geburt muss nun zügig verlaufen. Deshalb hat Gerd entschieden, den sogenannten Geburtshelfer einzusetzen. Ja, nach oben hin und dann pumpen. Nach oben hin und dann. Und mit den Wehen nach unten. Wenn die Wehe kommt, dann jetzt. Stopp. Wir nach oben hin und pumpen. Stopp. Jetzt musst du warten, bis die Wehe kommt. Langsam. Ja. Noch weiter nach unten hin. Nach unten weiter. Festhalten. So, jetzt ist es auf. So, jetzt weiter. Hoch und pumpen. Hoch und pumpen. Jetzt wieder nach unten hin. Ja, gut. Prima. Weiter. Und runter. Jetzt weiter, ja. Aufpassen mit deinen Händen. Ja, jetzt musst du ihn. Stroh nehmen und abrubbeln. Ganz feste Rubbeln. Ja, ganz feste Rubbeln. Und wenn die Kuh lecken will, dann die Kuh. So. Hintere Ohren, das ist immer gut für die Durchblutung. Wenn die Kuh schleckt und leckt. So. Und was ist es geworden? Blaubeerspeicher Bullenkalb. Ne?